Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 12 und auch willkommen zurück auf dem Liga-Endspurt. Wir haben jetzt in der Liga aktuell noch 6 Spiele zu spielen. Wir sind aktuell Tabellendritter und 7 Punkte hinter dem Tabellenersten. Also es wird schon ein gehöriges Stück Arbeit, falls wir da noch rankommen wollen. Jetzt steht erstmal das Spiel gegen den Tabellenfünften, gegen den Odense BK hier vor der Haustüre. Fit sollte ich eigentlich sein. Das sind jetzt noch 4 Tage oder so. Christopher Paulsen ist zurück. Das ist auch sehr schön. Das ist der Mann in der linken Verteidigung, der direkt hinter mir spielt. Und mir so ein bisschen den Rücken immer freigehalten hat. Wenn ich mich richtig erinnere, war Paulsen auch bei der Europameisterschaft dabei. Aber gut. Wir wollen es einfach mal gegen Odense, diesen Fünfter. Die haben ihren internationalen Platz eigentlich auch sicher nach oben hin. Na, die haben, das habe ich gerade nicht gesehen, 2 Punkte. Naja, 5 Punkte weniger als wir. Also die müssen eigentlich gewinnen, wenn sie hier irgendwie noch Anschluss nach oben haben wollen. Aber wir wollen natürlich auch Anschluss an Kopenhagen und an Brøndby halten. Deswegen geben wir unser Möglichstes, um dieses Spiel zu gewinnen. Und die restlichen 5 Spiele, die ja noch ausstehen, sind allesamt Spiele, die wir gewinnen können, eigentlich gewinnen müssen, weil die von den... Ach, warum spielt denn eigentlich jetzt Paulsen nicht, wenn er wieder fit ist? Naja, gut. Okay, was habe ich gerade gesagt? Ja, die Mannschaften, die gegen die wir unsere restlichen Spiele dann machen, die sind alle schlagbar. Also da ist kein Team dabei, gegen das wir nicht gewinnen können. Odense ist jetzt noch fast mit der schwersten Gegner, die wir hier haben. Da heißt es volle Konzentration und kontrollierte Offensive. Jo, jetzt weiß ich gar nicht, ob hier Stefan Wessels im Tor steht, immer noch von Odense. Wenn wir uns das gleich mal auch eingeblendet sehen. Also der neue Mann, Paulsen. Unser Paulsen ist noch nicht dabei. Ja, Stefan Wessels im Tor. Okay, dem haue ich heute endlich mal ein Tor rein. Ja, unser Trainer ist bei zurückkommenden Spielern immer ein bisschen vorsichtig, was so die neue Aufstellung. Ja, okay. Was die Aufstellung von verletzten Spielern betrifft. War mal ein Versuch. Gehst du ran oder gehe ich ran? Na, ich bin schlecht im Verteidigen, habe ich das schon mal gesagt. Einser hat den Ball. Okay. So, jetzt ist der Gegner hier gleich mal auf der linken Seite zweimal ordentlich durchgekommen. Sollte es aber auch gewesen sein. Wir haben uns ja gegen Odense bislang immer ein bisschen schwer getan. So, jetzt habe ich ihn aber gesehen, den Spieler. Okay, ein bisschen Spielaufbau hier. Auf die andere Seite rüber. Und jetzt spielen rein. Jawohl. Ach, die Möglichkeit war gerade ganz ordentlich, du. Hatte ein bisschen. Hätte ich ein bisschen mehr riskieren können bei dem Schuss. Ah, der hätte ein bisschen fester, dann wäre er vielleicht ein bisschen höher gekommen und dann wäre er ganz gut gewesen. Der war. Bisschen weit, der Eckball. Gibt auch nur Abstoß jetzt. Na, da hatte ich gleich schon mal eine ordentliche Chance hier. Nach 10 Minuten im Spiel. So geht es jetzt hoffentlich weiter. Jawohl, nach vorne. Versuche ich hier mal. Upsi. Oh, schade, jetzt bin ich so ein bisschen im Weg rumgelaufen. In der Hoffnung, dass mich mal einer anpasst. Aber die haben es dann doch selber miteinander gemacht. Nach vorne scheint was zu gehen. Also vorne Roli hat sich jetzt doch irgendwie so ein bisschen eingefunden. Der, nach dem Holst, der war irgendwie, ist er immer noch verletzt. Der war ja, hat sich in der Europa League gegen Valencia verletzt. Unser etatmäßiger Stürmer.
Und Fornaroli, der eigentlich gekommen war, um ihn zu ersetzen, hat sich mittlerweile ganz gut eingefunden. Ah, nee! Mist. Der war gut, wa? Ein Spitzenpass hier. Von wem kam denn der Pass hier auf mich? Von wem kam der Pass? Ornskopf Nielsen legt ihn perfekt durch. Tor. Ich bin ja immer noch auch ganz gut in der Torschützen, in der Torjägerliste bin ich auch immer noch ganz gut dabei. Also da kann ich diese Saison auch mal einen oberen Platz erreichen. Letztes Jahr, in der letzten Saison doch eher nur auf dem Mittelfeld, im Mittelfeld vor mich hingedümpelt. Aber dieses Jahr habe ich mal mehr Tore gemacht als in der Saison vorher. Und das war gerade ein ordentliches Tor. Bin ich schön von außen nach innen gelaufen, hab angezeigt, dass ich komme und hab den Ball auch bekommen. Naja. Wieder mal mit links das Tor gemacht. Wie könnte es auch anders sein? Seite lieber den Angriff. Ach, der war schlechter Pass. Hast du auch nicht gemerkt? Der hätte sogar noch gehen können, Mann. Nachschuss von Roli mit dem Tor. Ach, jetzt habe ich gedacht, mein Schuss war schon... Mein Schuss hat Wessels ja noch ganz ordentlich pariert. Aber von Roli hat dann den Abpraller die Situation ausgenutzt. Hier, mein Schuss, direkt abgeschlossen. Den hat Wessels nur abklatschen können und von Roli setzt da gut nach. 2:0 nach 31 Minuten. Ja, ja, ja. Da haben wir doch zum Saisonendstart unser Zielwasser wieder ausgepackt hier. Und wir machen unsere Chancen rein. Das ist ganz gut. Das ist super. Das kann uns vielleicht noch einen Platz in der Tabelle nach oben befördern. Wir müssen einfach auch ein bisschen drauf vertrauen, dass sie vor uns... Ich glaube, wir spielen nicht mehr direkt gegen Brøndby oder gegen Kopenhagen. Müssen wir vielleicht da auf so einen kleinen Ausrutscher nochmal vertrauen. Das ist natürlich schwierig. Die beiden Mannschaften sind nicht gut. So versuche ich es mal so. Der kommt noch an. Jawohl. Jawohl. Na, jetzt packen wir aber hier die. Nein, nochmal! Nein! Da kommt Wessels raus und rettet das Ding. Oh Mann! Hat mir jetzt ein bisschen Glück gefehlt in der Situation. Ja. Auch, dass ich dann nicht zum Nachschuss komme. Das ist doof. Ah. Das war jetzt wirklich nochmal eine super Chance. Ah. Aber Wessels, der hat bislang in allen Spielen immer eine gute Form gehabt und war immer dafür gut, ein paar Dinge rauszuholen. Und meistens auch gegen mich dann. Aber pass auf, heute mache ich noch eins. Ornskopf Nielsen. Da ist es! Noch vor der Halbzeit. Jawohl. Mann, das läuft doch. Hier, schön durchgelaufen. Wieder den Ball bekommen. Und in die kurze Ecke. In der 45. das 3:0. Und das gerade gegen Odense. Ah, da geht die Torsirene an. Ja. Ach, schade. Das ist ein bisschen zu viel jetzt gewollt hier. Ja,
ja. Zweites Tor gegen Wessels. Ich habe jetzt nichts gegen Stefan Wessels. Aber gerade hier gegen Odense mache ich hier ganz gerne ein Tor. Die haben uns bislang in beiden Saisons immer gut Paroli geboten. Ah, gut. 13-0 zur Halbzeit. Ganz ordentlich. Zwei Tore von mir. Eins von vorne Roli. Ja. Und Christian Nielsen, so kann es gehen. Oh Mann, dass wir diese Form nicht schon früher in der Saison gehabt haben. So, die beste Chance von Odense war es jetzt gerade. So, das war jetzt 1-0. Da bin ich schön reingelaufen. Da hat Wessels natürlich aus kurzer Distanz keine Chance. Hier, da hat vorne Roli den Abpraller ausgenutzt. Und den ganz fies mit voller Power in die Kurzecke. Ja. Mittelland führt gegen Aalborg. Gut, interessiert uns jetzt nicht so. Aalborg war, glaube ich, auf 6 oder 7. Die spielen nicht mehr in unserer, gegen uns. Also keine direkte Konkurrenz mehr. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie viel gegen wen wir im Pokal noch spielen müssen. Da könnte es ja sein, dass wir nochmal gegen Kopenhagen spielen. Oder auch gegen gegen Brøndby, die haben wir ja ausgeschaltet im Pokal, im Viertelfinale. Ich weiß nicht, wer dann noch kommen wird. Ach, schade, bin ich nicht reingekommen. Irre ich da so ein bisschen rum. Ja, und dann verliere ich. Da musste mir den Ball nicht mehr hinspielen. Da hätte ich mich vielleicht ein bisschen rausziehen müssen aus dem Dings, da bin ich zu viel drin rumgelaufen. Zu viel im 16 Meter oder an der 16 Meter Grenze gelaufen. Ach, so ein Mist. Der Pass war haarscharf. Und dann habe ich ihn aber nochmal drüber geflitzt. Ja. Mal gucken, ob es bei dem 13-0 bleibt oder ob wir vielleicht nochmal einen draufsetzen können. Ah, nee, der Abpraller leider nicht zu mir gekommen. Nee, scheiße. Jetzt habe ich meine Schusschance gesucht hier. Bin aber leider nicht zum Abschluss gekommen. Das sollte leider nicht sein. Jetzt schieß aufs Tor. Nein! Oh Mann, wieder so ein Abpraller. Weiß nicht warum, weil gerade diese Abpraller hier heute nicht nutzen können. Ah, nein. Und wieder habe ich hier die Chance gehabt. Und wieder bin ich nicht zum Abschluss gekommen. Also im Moment hindern sie mich gerade ganz gut daran, dass ich mal aufs Tor schieße. Ach, der war ein bisschen zu unpräzise, der Pass. An für sich war er gut gedacht. Ich habe es ihm auch angezeigt, aber er kam nicht gut genug in den Lauf. So, jetzt fällt den Mannen da gerade nichts ein. Ach nein, wenn er nicht versucht anzunehmen, sondern läuft. Dabei habe ich schon extra in Lauf gespielt. Aber er hat nicht. Er wollte ihn annehmen. Was natürlich doof war. Der Pass war nämlich ganz gut. Ja, jetzt haben sie mich hier wieder am Schuss gehindert. Und auch daran, den Ball hier zu nehmen. So, in der Form bin ich für Silkeborg fast unbezahlbar. Die Frage ist,
was mache ich nach der Saison? Damit habe ich mich jetzt ja auch noch nicht so genau beschäftigt. Mir wurde ja geraten, mir irgendwie so einen Mittelgasse-Verein zu suchen, bei dem ich Stammspieler bin. Und dann vielleicht nochmal international ein bisschen mehr mitzuspielen. Ist da jemand? Nochmal! Ich möchte gerne nochmal einen auflegen oder noch einen selber machen heute. Das wäre nämlich nochmal ganz schön. Ah, schade. Jetzt lässt er sich den Ball da irgendwie abjagen, ne? Wollte mich der faulen, der Sack, oder was hier? Ja, da konnte ich jetzt nicht mehr machen da. Johansson geht und Schob kommt. Geht. Ich kann schon nicht mehr richtig sehen, was hier passiert im Spiel. Nicht, dass jetzt hier ein bisschen schlampig werden im Spiel. Jetzt kommt Odense hier nochmal zum Konter, aber jetzt sind noch 10 Minuten zu spielen. Ich glaube, das sollte für Odense nicht mehr viel gehen. Ein bisschen konzentrierter in der Abwehr. Aus. Na, jetzt wird Odense auch ein bisschen müde. So, das ist Riesgard. Nee, doch, vielleicht, weiß gar nicht. Das war vorne Roli. Okay, Entschuldigung. Und jetzt kommt Maritato, nochmal ein neuer Stürmer. Maritato hat noch nicht viel gespielt diese Saison. Also wir hoffen offensiv schon ein paar Spieler, aber jetzt... Ah, nee, da war gleich mal eine Chance für Maritato, oder? Habe ihn da versucht aufzulegen, hat nicht ganz funktioniert. Gut, bis zur Mittellinie laufe ich zurück, viel weiter jetzt aber nicht, nur ein bisschen Energie sparen hier. Das nächste Spiel steht ja auch schon vor der Türe. Ich weiß es aktuell gerade gar nicht gegen wen. Ich hatte es mir nicht gemerkt. Willst du mal laufen? Ach, schade. Ich habe gedacht, er läuft ja mal schön rein. Oh, leider kann man Pass ja auch nicht an. Ja, das ist vergebene Liebesmühe, würde ich sagen. So, jetzt geht nochmal unser Captain Oskar Nielsen. Der hat ja das 1:0 auf mich schön vorbereitet. Mikkelsen kommt für den. Das war ein sauberer Pass hier zum 1:0, der den Weg dann geöffnet hat. Danach waren wir eigentlich nicht mehr aufzuhalten. So, jetzt gehe ich vielleicht nochmal vorne rein. Mal gucken. Naja, 90. Minute ist ja auch schon passé. Schon gespielt. Nochmal ein Schuss, aber der ist harmlos. Den hat Wessels natürlich locker gefangen. Und da ist das Spiel vorbei. Okay, prima. Jetzt in der zweiten Halbzeit ist jetzt zwar nicht mehr so viel passiert. Wir hatten noch ein, zwei ganz gute Chancen und Möglichkeiten. Aber letztendlich sind wir mit dem 3:0 natürlich hervorragend bedient. Heimspiel, dem Publikum noch ein bisschen was geboten. Jetzt im Saisonendspurt nochmal ordentlich eingeleitet hier. Und dann wollen wir schauen, ob das auch so weitergeht. Und ob unsere Gegner nochmal straucheln. Ja, Wessels musste heute dreimal hinter sich greifen. Hat aber ein paar gute Paraden dann dazu noch gehabt. Hier sehen wir es jetzt vielleicht nochmal... So, jetzt kommt dann erstmal das 1:0 hier. Onskov Nielsen auf mich. Ja, ich glaube, der war fast noch abgefälscht hier. Das war dann mein Schuss, den Wessels noch abklatschen konnte, aber vorne Roli dann... ja. So, nochmal schön den Lauf gespielt. Und einfach abgezogen. Nee, leider mehr Chancen sehen wir jetzt nicht hier.
Okay, bleibt dabei, und auch in Midland bleibt es dabei bei dem 1-0 gegen Aalborg. Okay, mit einer 9,4 Man of the Match. Ja, kann man schon mal machen. Okay, das war das Spiel. Letztens noch 5. Jetzt spielen wir zweimal gegen Horsens, wenn ich das richtig sehe. Einmal jetzt am kommenden Samstag und dann nochmal am Donnerstag drauf. Ja, Horsens, Tabellenzehnter aktuell. Die müssen wir in der Liga schlagen und die müssen wir im Pokal schlagen. Da hilft nichts. Auch wenn sie mal ganz gute Stürme haben. Wie wir jetzt in der Tabelle sehen, sind wir an Brøndby. Naja, okay, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Wir haben ja ein Spiel mehr aktuell auf der Liste. Wollen wir mal schauen. Also, dann in der nächsten Woche geht es gegen den AC Horsens. Bis dann. Ciao, ciao.